Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Minecraft Vanilla und warten kurz ab, bis die Welt geladen ist. Und ja, ich weiß leider nicht, wo ich das letzte... Ach doch, hier. Wir sind beim Bau des Segelschiffes stehen geblieben. So, die Welt darf kurz laden. Sehr schön. So. Wir haben auch alles, was wir benötigen. Wenn nicht, holen wir uns den Rest. Und ja, wir bauen auf jeden Fall erstmal unser Segelboot weiter. So. Dann kommt hier natürlich der Mast drauf. So. Jetzt muss ich gucken, das sind 1, 2, 3, ja, das reicht vollkommen aus. 2, 3, 4, 5, 6. So, für alle, die es noch nicht wissen, ich nehme derzeit ja an einem Roleplay-Server teil von Balui LP. Ich muss euch ernsthaft sagen, ihr verpasst auf jeden Fall was. Auch wenn ich mich in meinen Society-Folgen über den Voice-Chat mal ausgelassen habe. Von dieser Mod mal abgesehen, der Server ist ein Muss. Da muss jeder dabei gewesen sein. Ansonsten... Ja, verpasst ihr definitiv etwas. Wenn ihr Balui unterstützen wollt, geht auf seinen Twitch-Kanal, subscribt ihm und kommt auf seinen Discord. Dort erfahrt ihr dann alles weitere über mich, über Balui selbst, über die anderen Moderatoren. Und ja, je mehr, desto besser. Eine Subscription bei Balui auf Twitch kostet so viel wie bei anderen, 4,99. Und es lohnt sich auf alle Fälle. So, das Segelschiff kriegt man heute auf jeden Fall noch fertig. So, da bauen wir uns hier dann gleich hoch. So, auch wenn ich gerade Werbung für jemand anderen, für einen anderen YouTuber gemacht habe, aber man muss am Roleplay teilgenommen haben, damit man weiß, wie gut das wirklich ist. Stopp mal, habe ich jetzt hier einen Fehler drin? Nee, das bleibt, das und das. Und, nein, ich bin nicht abgestürzt, das ist sehr gut. Das sieht mir alles noch ein bisschen zu gleich aus. Machen wir das so und so. Und machen wir hier noch was hin. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Aber unser Segelschiff ist soweitestgehend fertig. Wir brauchen nur noch eine kleine Fahne da oben. Eventuell mache ich das Segel nochmal eine Nummer größer in der nächsten Folge. Mal schauen. So, es wird gerade Nacht. Das ist mal wieder die beste Gelegenheit für uns Ausschau zu halten nach... Na, wie nennen wir sie hier? Nach Zombie-Villagern. Hieraus machen wir jetzt Brot. So, das ganze Holz kann man erst einmal alles verstauen. Stein, haben wir keinen Platz mehr, alles klar. So, in der nächsten Folge werden wir uns doch nochmal eine Runde um das Segel kümmern. Das Portal da hinten abbauen und... ein bisschen Terraforming begehen, weil dort noch ein, zwei, drei kleine Boote hin sollen. Und jetzt gucken wir mal kurz. Ah, 5 Stück.
Wird langsam. Wir haben ja schon mal eine ordentliche Fuhre rausgeholt in einer der letzten Folgen. So, die Öfen sind alle leer. Denn wir wollen auch irgendwann mal anfangen, hier unser Häuschen zu bauen. Allerdings, wenn das Update 1.13 kommt, tue ich natürlich updaten und verlasse die Gegend hier und baue woanders weiter vom neuen. Weil das dann für mich auch viel besser ist, weil in der neuen Gegend erscheinen dann auch die Sachen, die im Update mit drinne sind. Und ja, ich hoffe mal, wir finden jetzt hier einen Zombie-Villager. So, Schafe haben wir, die brauchen wir nicht. Diese Viecher gehen mir nur tierisch auf den Keks. Auf dem Bauernhof sind die Esel ja schon laut und hier in Minecraft genauso laut und nervig. So, das ist ein normaler Zombie, dich wollte man nicht haben. Wieso auch? Wir suchen einen Zombie-Villager. So, da hinten ist ein normaler Zombie und ein Creeper. Und zwei Creeper, das ist gar nicht schön. So, da haben wir wieder Esel, da haben wir einen Enderman. Mist. Zu weit weg. Upp, 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 upp. Schnell, 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 schnell. So. Eins, zwei, drei und vier, fünf und sechs. Na. Ja, die Perle haben wir, das ist gut. So, jetzt guck mal den da hinten an, renn wieder weg. Ja, jetzt ist natürlich bei uns gleich Mob gespawnt, das ist interessant. Dämliches Mistvieh. So. Das ist ein Baby-Zombie, den brauchen wir auch nie. Dass hier aber auch jetzt seit mehreren Folgen kein einziger Zombie-Villager spawnt, das ist ein bisschen kurios. Also, wenn ihr wisst, woran das liegt, schreibt es mir mal in die Kommentare, weil ich glaube mal nicht, dass es am Biom selbst liegt, weil die spawnen ja random. Das war mir so klar. Aber er hat mich nicht erwischt, das ist sehr gut. Und das ist schnell aufgebaut. Ja, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum hier keine Zombie-Villager spawnen. Das ist mir nämlich langsam ein bisschen suspekt. So, unsere Gerdas wachsen und gedeihen auch. Das ist sehr gut. So, Creeper, Skelette. Nee. Brauchen wir alles nicht. Dann würde ich sagen, wir schlafen jetzt eine Runde, damit wir heute noch ein bisschen zu was kommen. Und gucken mal, wo wir unser Gebiet abstecken für unser Häuschen, was wir... Da ist einer! Ich hab einen gefunden! Komm, put, 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 put. Komm, 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 komm. Ja, fein machst du das. Ey, verschwinde. Scheiße, das Skelett ist gerade nervig. Das müssen wir mal ganz schnell töten hier. Nein, ich bin gleich tot. Uah, Gottchen, was ist denn hier los heute?
Wo ist, da ist er, da ist er, da ist er. Gut. Ach, das war daneben. Das auch, aber da ist er tot. Na, meine Fresse, was ist denn hier los? Entschuldigung für den Ausdruck gerade, aber ich bin hier gerade ein bisschen, ja. So sollte das eigentlich nicht passieren. So, wo ist der? Der ist jetzt nicht despawned. Boah, ich drehe am Zeiger. Da ist er. So, schnell zubauen. Da ist der nächste. Sehr schön. Dann haben wir gleich zwei Stück. Das passt. So, komm hier rein. Komm. So, zubauen. Bewerfen. Bewerfen. Goldapfel, Goldapfel. So, und jetzt warten wir natürlich ab, bis sie Villager sind. Natürlich, damit nichts weiter passiert, eine Fackel reinsetzen. Ja, hier oben drauf eine Fackel. Machen wir gleich ein paar mehr. So, schon mal einen Block zubauen. Ach, jetzt bin ich gerade glücklich. Da hat sich die Folge ja mal richtig gelohnt. Denn im Anschluss werde ich Dings aufnehmen. Ein paar Folgen Society. So, und das hier oben mache ich jetzt zu, damit wenn die Sonne steht, die Villager, die Zombie-Villager nicht gleich verbrennen. Aber es hat geklappt, klasse. So. Ja, dann warten wir jetzt ab. Ich hoffe mal, dass die so schnell wie es geht getamed sind. So, irgendwelche Items liegen hier auch nicht mehr rum. Die anderen Mobs können gerne verbrennen. So. Ah, oh, sehr schön. Und wenn das dort ein Bauer ist, dann weiß ich schon direkt, für was ich den nutze. Das können wir lassen. Das hier runter. Das dann. Das sind alles Mob Drops. Ja. Ja, immer schön das Inventar sortieren. So, aber solange wie das ist, holzen wir jetzt noch ein bisschen ab. Denn das Holz brauchen wir dann für unser Häuschen. Ja, man hört schon die Villager-Geräusche raus. Es dauert nicht mehr lange. Ja, da hat sich die Folge wirklich gelohnt heute. So, hier noch ein bisschen abholzen. Komm, dank unserer verzauberten Axt geht das ja zum Glück. Mäh, da war ja noch eins. So, wir gucken mal kurz. Ja, die sind noch am Breeden.
So, hier können wir noch ein Bäumchen abholzen. Das hier können wir abholzen. So, und hier die Rail können wir noch schnell machen. So. Na komm, es dürfte nicht mehr lange dauern. Und da haben wir unseren ersten Villager und unseren zweiten Villager. Sehr schön. So, ich würde sagen, dann war es das für heute von der Folge. Die hat sich heute mal richtig gelohnt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Bewertungen da, Kommentare ohne Ende. Ich beantworte alles und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.